Viele Menschen gehen zur Schule und werden von der Schule und vor allem auch von den Eltern zu einem getrimmt. Es ist immer wieder das Gleiche. Es heißt, geh zur Schule, lerne fleißig und suche dir einen gut bezahlten Job, baue ein Haus und so weiter und so weiter. Das Problem an diesen Ansichten ist das folgende. Wenn du dieses Mantra befolgst, wirst du immer abhängig sein. Viele Menschen suchen sich bewusst immer die Sicherheit aus und arbeiten sich von Gehalt zu Gehalt. Leider ist die Wahrheit die, dass kein Job sicher ist. Du kannst dort ebenso gefeuert werden und hast dann große Probleme. Wenn du erfahren möchtest, mit welchen 4 Anlageklassen du nie wieder für Geld arbeiten musst, dann bleibe bis zum Ende dieses Videos dabei. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt und abonniere diesen Kanal. Teile dieses Video mit Freunden, um noch mehr über die finanzielle Bildung aufzuklären. Robert Kiyosaki ist vor allem mit 2 großartigen Ideen bekannt geworden. Er hat das Buch Rich Dad Poor Dad geschrieben und das Spiel Cashflow entwickelt. Seine Ansichten und Ideen möchten wir heute mit euch teilen. Er ist zudem bekannt für seinen Spruch, dass Reiche nicht für Geld arbeiten. Zudem ist er auch dafür bekannt, dass er immer wieder bekräftigt, dass Reiche keine Steuern bezahlen. Gleichzeitig ist auch noch ein weiteres Zitat sehr bekannt von ihm, das da heißt, Geld sparen hält dich arm. Die Wahrheit ist, dass er damit absolut recht hat. Er unterteilt die Art von Menschen in 4 Klassen. Die Angestellten, die Solo-Selbstständigen, die Unternehmer und die Investoren. Gleichzeitig unterteilt er 3 Arten von Einkommen. Diese lauten Einkommen durch Arbeit, Portfolioeinkommen durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren und passives Einkommen. Er sagt, dass diejenigen, die sich eigenständig um ihr Geld kümmern und ihr Geld clever für sich arbeiten lassen, dass diejenigen auch keine bis wenig Steuern bezahlen. Warum ist das so? Unternehmer, die Angestellte haben, schaffen Arbeitsplätze. Somit schafft man damit für die Umgebung einen Wohlstand. Aufgrund dessen ist man nicht auch noch zusätzlich daran interessiert, dass man diesen Unternehmern oder diesem Unternehmen sehr viele Steuern abnimmt. Zudem gibt es viele Konstrukte, in denen es möglich ist, das Unternehmen wieder innerhalb des Unternehmens Steuern sparen. Gleichzeitig gibt es mehrere Arten von Investoren. Robert Kiyosaki ist ein Investor im Bereich der Immobilien. Er nimmt Schulden auf, um daraus reale Vermögenswerte zu schaffen. Aufgrund der Schulden und der möglichen Abschreibungen spart er sich wieder Steuern. Zudem arbeitet nun ein Mieter dafür, dass seine Schulden beglichen werden. Also der erste Schritt zum passiven Einkommen. Als Investor in den Aktienmarkt ist es zudem so, dass die Kapitalerträge weniger besteuert werden als die Einkünfte aus Arbeit. In Deutschland gilt aktuell noch die Abgeltungssteuer. Diese ist geringer als die Steuer auf dein Einkommen. Auch wenn diese demnächst verändert wird, werden wieder die cleveren Investoren Wege finden, diese zu verringern. Gleichzeitig gibt es für ihn 4 Anlageklassen, mit denen du nie wieder für Geld arbeiten musst, wenn du es nur richtig machst. Bitte versteht ihn richtig. Er sagt auch, dass es Jahre geben wird, vor allem im Aufbau, wo du sehr viel arbeiten wirst. Das sind aber nur ein paar Jahre. Verglichen mit dem Rest ist das aber Freiheit. Denn du und nur du bestimmst, wie du arbeitest. Das ist nicht für irgendjemanden, sondern nur für dich. So this comes from Rich Dad, Poor Dad, and these are some of the distinctions. It was the advantage I had at age 9, because I knew what I wanted to work for. And this here, in simple terms, is called a financial statement. In school, they teach you get a FICO score. Mm-hmm. FICO is BS. All that means, how good are you paying your bills? That's all FICO means, okay? Should be the FIDO score. Good dog. So this is what your banker wants to see.
So when I was 9 years old playing Monopoly with my rich dad, this is the lesson that's not included in Monopoly, but rich dad taught me. And fundamentally, the problem that most people make, they go to school to get a job and they work here. So this is the poor middle class and these guys. And we're going to talk about later, your first line item expense is taxes. You know, just recently, President Trump said he had a tax cut. He didn't have a tax cut for these guys. As you know, the rules are always written for the rich, okay? I didn't make the rules. You can get angry at me, but these are the rules. The rich make the rules, the golden rule. He who has the gold makes the rules. Yeah. So the tax cut went to people here. That's where it goes to. You'll learn more about this later on. But this is what I work for. So what I work for, number one, is I'm an entrepreneur. I want businesses. I have multiple businesses. And I don't work in them, as you know, because you work here. You never see me, do you? No. Because I don't work for a paycheck. Exactly. Next is real estate. And real estate is good for many things, which we'll go into. But number one is debt. I use a lot of debt to buy real estate, and I pay no taxes. That's the relationship there. The next is paper. And that's savings, stocks, bonds, mutual funds, ETFs, and that stuff. I don't have any of that stuff. I don't save money. I don't have any of that. But this is what most people have, go to school, get a job, get a 401k, and save money. Mm-hmm. Loser. Okay. I'm doing that just to upset you guys, because maybe you'll start to think. Because I didn't make the rules. I'm just telling you these are the rules. These people pay the highest taxes, and they work the hardest. And the last are commodities, four different asset classes. So commodities are, number one is gold, silver, oil, land, water, food. So this is what I work for. When I left school, rather than working for a paycheck and working for money, my education had to go beyond getting a job, which I had a good job. But I now had to start when I left school, about your age. The thing I focused on first actually was commodities. So back in 1972, I started buying gold. And it was illegal for Americans to own gold. Can you imagine that? Wow. Back in 72. Today you have Bitcoin. It's different. Okay. Everything is changing so rapidly today. So I started with gold. But actually, the next thing was actually oil, because I went to school to be a tanker officer driving ships for Standard Oil. So I understand oil. So I own, my wife and I don't own Standard Oil or Chevron or Exxon. We own oil wells. Again, taxes. You get no tax breaks for owning paper oil, huge tax breaks for owning real oil. Yeah. And then I went into real estate. Why? Because I can use debt to buy real estate. And because I use debt, I pay no taxes. Mm-hmm. And then third, I started my business, my first real business. I had many businesses as a kid. But my first real business was a nylon and Velcro surfer wallet business. And I went worldwide right away. The trouble is I was an idiot. And the business went up and the business came down. What kept me alive was this and this, okay? So you may say, well, aren't you working for money? But we'll go into that next. I don't want what's called a paycheck. Was er vor allem sagt ist, erzeuge deinen Cashflow. Das kannst du über mehrere Wege tun. Er ist vor allem im Bereich der Immobilien unterwegs. Es gibt auch im Bereich des Aktienmarktes tolle Möglichkeiten, einen Cashflow zu erzeugen. Leider wissen das die wenigsten. Das nennt sich Optionen oder eben der Optionsmarkt. Mit diesem lässt sich auch ein wunderbarer Cashflow erzeugen, wenn man es nur richtig macht. Letzten Endes sind alle gedruckten Dollar oder Euros fake. Sie sind nur das wert, was der andere akzeptiert. Das ist das, was Robert Kiyosaki immer und immer wieder predigt und womit er aus meiner Sicht auch absolut
recht hat. Das ist auch der Grund, warum er Gold und Silber hat. Er bezeichnet das als God's Money, also Gottes Geld. Zudem ist er auch ein großer Sympathisant von Bitcoin. Er bezeichnet es als People's Money, also das Geld der Menschen. Versuche also, von der Abhängigkeit in die Eigenbestimmung zu kommen und lerne, wie du deinen eigenen Cashflow erzeugen kannst. Lerne, wie du nur für dich und nicht für irgendjemand anderen arbeitest. Geh deinen Weg, den du für richtig hältst und nicht den, den dir andere vorgeben zu gehen. Du bestimmst dein Leben. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und freuen uns, wenn du den Kanal abonnierst und weiter an deiner finanziellen Intelligenz und deiner Sicherung des Geldes arbeitest. Viel Erfolg und bis bald!